Hallo zusammen, ich habe hier einen Wemo 85. Das ist ein Kompressorkühlschrank und geht als Ersatz von Absorberkühlschränken RM, also der Absorberkühlschrank, der mit Gas läuft. Jetzt gibt es ja auch Absorberkühlschränke, die haben hinten so einen Radkastenausschnitt. Und wenn ich hier dann die Zeichnung mitnehme von Dometic zum Beispiel, den RM5330, der hat hier hinten einen Ausschnitt. Dieser Ausschnitt ist 220 hoch und hier 218 tief. Und jetzt gibt es Leute, die sagen, ja, bei mir, der 85er, der hat auf alten Zeichnungen hier das Aggregat noch nicht eingezeichnet. Man könnte doch den auch brauchen ohne Aggregat. Ja gut, ich brauche hier ein Aggregat. Wir schauen das von hinten her an. Ich brauche natürlich das Aggregat zum Kühlen. Aber wir haben hier genügend Leitung, dass man das Aggregat wegnehmen kann und hier hinten hinsetzen. Oder auf der Seite. Im Kasten nebendran. Oder sogar abrollen und ein Stockwerk tiefer unter den Kühlschrank. Wir haben eben beim Absorberkühlschrank hier eine Höhe von 22. Und bei unserem Kühlschrank mit den Füßen haben wir eine Höhe von 190, ist das Tunnel hier. Und wir haben hier aber nur eine Tiefe von 180. Und wenn ich die Zeichnung nochmals anschaue, hier habe ich 96 und hier ist das Tunnel 218. Das heißt, wir haben hier ein kleineres Tunnel, man könnte es messen, wir gehen die Maße hier jetzt durch, von der Türe. Wenn die Türe vorsteht, haben wir 24. Der Absorberkühlschrank hat 280. Das heißt, der Kühlschrank steht schon ein Stück vor. Und dann haben wir hier eine Tiefe von 150. Und hier noch das hier dazu, sind wir auf 190. Das heißt, wir könnten diesen Kühlschrank einbauen anstelle eines Absorberkühlschranks von Dometic. Der große Vorteil eines Kompressorkühlschranks muss ich euch hoffentlich nicht erklären. Er braucht etwa 8-mal weniger Energie für die gleiche Kühlleistung und eben er kühlt. Ich mache euch hier oben ein Video vom 85F. Das ist ein Kühlschrank, geht auch gleich groß wie der, nur ohne Eisfach. Standard ist so mit kleinem Eisfach. Ja, mehr kann ich dazu nicht sagen. Das wäre eine Alternative zum Kompressorkühlschrank. Ein Kompressorkühlschrank alternativ zum Absorber. Ich wünsche euch einen schönen Tag.